Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren X4 Foundations Guide von mir. Und zwar habe ich euch in den vergangenen Videos ja schon alle Wege gezeigt, wie ihr das Hauptquartier bekommt. Und dort auch schon erwähnt, dass ich euch auch noch zeigen werde, wie ihr die verschiedensten Plots startet. Und darum geht es heute hier in diesem Video. Ich werde die Plots auch nur triggern, also so, dass man quasi den Start noch mitbekommt, aber nichts weiter, weil ich möchte euch ja nicht spoilern, sondern einfach nur zeigen, wie ihr sie startet. Und ich werde das alles auch in chronologischer Reihenfolge aufnehmen, sprich so, wie die DLCs für X4 erschienen sind, und werde euch das vorher auch immer einblenden, also um welchen Plot es geht, von welcher Fraktion und welchen DLC ihr gegebenenfalls dafür benötigt, um diesen Plot spielen zu können. Ich würde generell als erstes immer den Hatikva-Plot machen, denn wenn ihr den beendet, habt ihr auch direkt die Möglichkeit zu zwei weiteren Plots. Und diesen Hatikva-Plot, den startet ihr, indem ihr euch in einem Sektor in der Nähe von Hatikvas Entscheidung 1 befindet. Da bekommt ihr dann auch eine Durchsage. Die hatte ich jetzt heute nicht, weil ich in Iron Prime gestartet bin. Und das ist so nah, dass ich quasi unter den angebotenen Missionen schon die Einladung habe, mich der Handelsrevolution von Hatikva anzuschließen. Und das ist quasi der Hatikva-Plot. Dazu müsst ihr, wie gesagt, euch nur hier in einem der nahen Sektoren um Hatikvas Entscheidung 1 befinden. Und wenn ihr das Ganze annehmt, dann müsst ihr hier auf dieser Handelsstation mit der Reen O'Mara sprechen. Und da gehe ich eben noch ganz schnell hin. Nemesis, Verteidiger. Und dann habt ihr quasi den ersten Plot schon am Start. So, nur um es mal kurz zu zeigen. Gehen wir dann eben hier runter. Guten Tag, guten Tag. So, dann seht ihr hier auch schon direkt im Aufzug Büro Reen O'Mara. Und wenn wir da reinkommen, startet dann quasi gleich schon der Plot. Handel bestätigt. Das ist alles. Wenn ihr jetzt den Hatikva-Plot erfolgreich beendet habt und zu eurem Hauptquartier zurückfliegt, wo ich mich auch gerade befinde, dann werdet ihr feststellen, dass ihr in eurem Hauptquartier einen neuen Mitbewohner habt, den ihr aber schon bereits aus dem Hatikva-Plot kennt. Und wir fahren jetzt mal ins Wissenschaftslabor zu unserem Bosota. Da haben wir den Boso. Hi Boso. Und rechts davon haben wir den guten alten Dell. Wie gesagt, ihr kennt ihn schon aus dem Hatikva-Plot und er nistet sich jetzt hier häuslich auf eurem Hauptquartier ein. Und wenn ihr jetzt mit Dell sprecht, dann bekommt ihr zwei neue Optionen für tatsächlich zwei neue Plots. Und zwar einmal den Paranidischen Bürgerkrieg und die Split-Verbindung. Wenn ihr die Split-Verbindung spielen möchtet, benötigt ihr allerdings das Split-Vendetta-DLC. Der Paranidische Bürgerkrieg ist standardmäßig bei X4 mit dabei. Allerdings muss ich dazu sagen, ihr könnt hier zwar die Plots starten und das auch schon direkt nach dem Hatikva-Plot, aber ich persönlich mache diese zwei Plots immer erst ganz am Schluss, weil generell ist es ja so, dass es völlig egal ist, welchen Plot ihr wann spielt. Ja, ihr verpasst dadurch nichts, es gibt keine richtige Reihenfolge, und da man hier für diese zwei Plots doch schon eine gewisse Voraussetzung braucht, was Erfahrung und auch was Credits anbelangt, mache ich diese zwei immer ganz am Schluss und kann die nicht wirklich jetzt direkt am Anfang eines Spielstarts empfehlen. Um den Terraner-Plot starten zu können, benötigt ihr natürlich in erster Linie das DLC Wiege der Menschheit. Und des Weiteren braucht ihr, um den Terraner-Plot starten zu können, bei den Terranern noch einen gewissen Ruf.
Dafür müsst ihr einfach hier unten in den terranischen Sektoren ein paar Missionen erfüllen. Und ich habe jetzt einen Ruf von 10. Und mit diesem Ruf müsst ihr nach Getsufune fliegen. Und dort startet dann die Mission, beziehungsweise der Terraner-Plot. Wir fliegen mal durch. Erreiche System Getsufune. Willkommen, Besucher, im reinen und strahlenden Sonnensystem. Bastion von Frieden und Wohlstand. Wenn auch Sie diese Utopie und die Sterne dahinter schützen möchten, dann zögern Sie nicht. Die Miliz der Sonnensystemgeborenen lädt alle Freiwilligen ein, sich den fremden Hilfskräften anzuschließen und ihr Fachwissen einzubringen, um die Sicherheit des Tornetzwerks zu gewährleisten. Denken Sie daran, wir sind der Schildwall der Zivilisation und gemeinsam werden wir alles überwinden. So, das war der Start des Terraner-Plots. Und wenn ihr jetzt bei angebotenen Missionen schaut, habt ihr hier oben die Mission Verteidiger des Sonnensystems. Und das ist der Terraner-Plot. Einfach annehmen und los geht's. Ah, ein weiterer ausländischer Rekrut für die Verteidigungsbemühungen. Ich weise Sie Kadett Shinamon als Unterstützung zu. Von nun an handeln Sie unter dem Mandat der Erde. Befolgen Sie die Anweisungen. Das Oberkommando wird sie in positivem Licht sehen. Um den Plot der Segaris-Pioniere starten zu können, benötigt ihr das Hauptquartier und Bosota muss sich schon im Hauptquartier befinden. Wie ihr dazu kommt, habe ich euch ja bereits schon mal aufgenommen, verlinke ich euch kurz oben rechts in der Ecke. Und ja, sobald ihr das Hauptquartier mit Boso habt, meldet sich Boso auch nach einer gewissen Spielzeit automatisch bei euch. Da müsst ihr also gar nichts weiter tun. Bei mir hat es knapp eine Stunde gedauert. Und ja, da meldet er sich mit einer sehr besorgniserregenden Info an euch und bittet euch da um Hilfe. Es tut mir schrecklich leid, Ihre unglaubliche Konzentration stören zu müssen. Hallo auch. Ein listiges Schiff hat seine Reise genau in diesem Sektor beendet. Irgendwie schafft das Schiff es, die Sensoren der Station zu verzerren und hindert mich daran, ein Sonnenereignis im großen Riffnebel mitzuerleben. Ich schlage vor, Sie kümmern sich um dieses Ärgernis, bevor es noch mehr Beobachtungen zerstört. Und dann geht ihr auf. Bin unterwegs und fliegt erstmal zum Hauptquartier. Erreiche profitabler Handel 1. Sobald ihr in dem Sektor mit eurem Hauptquartier seid, meldet sich auch Boso. Wie wunderbar! Sie sind hier und werden sich um dieses sensorenverzerrende Schiff kümmern. Ihre heiß ersehnte Ankunft erfüllt mich mit beträchtlicher Erleichterung und Freude. Ja, und das ist der Start von dem Plot der Segaris-Pioniere und ihr findet das auch im Missionsmanager unter Unterlassungsaufforderung Seelenfrieden für Bosota. Um den Plot vom Vigor-Syndikat zu starten, benötigt ihr das DLC Gezeiten der Habgier, genauso für den Plot der Sturmflutstreicher. Und ihr benötigt aber für den Vigor-Plot noch etwas, nämlich einen illegalen Gegenstand in eurem Inventar und den bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel Loot sammelt nach Kämpfen, da habt ihr sehr schnell irgendwas Illegales an Bord und kontrollieren könnt ihr das, indem ihr hier auf eure Spielerinformationen geht, links auf den Rucksack klickt, euer Inventar öffnet und da seht ihr schon, alles was rot geschrieben ist, ist quasi illegal. Bei mir ist es jetzt hier das Entschlüsselungsmodul. Und wenn ihr das dabei habt, müsst ihr nur noch hier nach Windfall 1 reinfliegen und dann melden sich auch schon direkt die Piraten. Erreiche sie. Hey du, ein Jäger. Scans von Split zeigen, du tragen Schmuggelware. Split kann annehmen, du kein Problem mit Hände schmutzig machen. Wenn ja, möchte Split Mission anbieten, die dich vielleicht interessieren.
Ja. Wenn ich vorschlagen darf, sollte sich meine Assistentin von allen illegalen Geschäften fernhalten. Ja, Bosota warnt euch da schon vor. Unsinn! Sie sollten sich nie die Gelegenheit zu einem solchen Einblick in die sozioökonomische Struktur dieses Ortes entgehen lassen. Davon abgesehen, wer ist in einem System, das dem Syndikat gehört, der wahre Verbrecher? So, Dell gibt auch noch seinen Senf dazu und ihr habt jetzt auch die Mission hier unter Schmugglerverbindung arkadische Bestrebungen. Und ja, das ist quasi der Vigor-Plot. Und ja, einfach annehmen und loslegen. Gut, treffen Split an Bord der arkadischen Bestrebung für weitere Gespräche. Du bringst den Chef der S-Klasse mit genug Laderaum. Um den Plot der Sturmflutstreicher zu starten, benötigt ihr nichts weiter. Ihr müsst einfach hier in den Sektor Windfall 3 der Horde fliegen. Und dann geht auch schon so ein kleiner Prolog los. Der aber nicht zwingend gemacht werden muss. Aber natürlich sind wir immer hilfsbereit und steigen da natürlich kurz mit ein. Drei, der Hort. Kommen Sie schon, machen Sie kein Problem daraus, Britson. Sie sind der, der die Regeln gebrochen hat. Welche Regeln? Ich versuche hier meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Okay, ein letztes Mal. Keine illegalen Waren. Was bedeutet illegal in dieser Gegend überhaupt? Sie nehmen sich einfach, was sie wollen. Ihr nehmt das an? Ach, hören Sie auf zu jammern. Wir nehmen uns nichts, was uns nicht schon gehört. Sie hätten gar nicht erst so weit kommen sollen. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig das für mich ist. Es ist alles, was ich noch habe. Meine Familie ist am Verhungern. Natürlich weiß ich das, Sie Idiot. So wird das Geschäft geführt. Unser aller Leben ist nur ein Geschäft. Und Sie haben sich verrechnet. Und jetzt werfen Sie Ihre Ladung ab. Na, na, na. Wissen Sie was? Nein, diesmal nicht. Genau, werde ich. Sind Sie da draußen? Wollen Sie kommen und helfen, ein paar Rechnungen zu begleichen? Gehört nicht zum Plan. Gehört nicht zum Plan. Der Boss wird dermaßen sauer sein. Das ist es. Das ist es. Komm schon. Letzte Chance. So, wir sollen die einsamen Haie besiegen. Das ist eine Syndikatsangelegenheit. Bleiben Sie weg, sonst bereuen Sie es. Ah, nö. Wir helfen dem armen Kerl natürlich kurz aus der Patsche. Ja! Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Diese Syndikatstypen werden niemals... Oh nein. Sie haben vielleicht Verstärkung angefordert. Los, schnell durch das Tor, bevor sie uns verfolgen. Also das ist es im Endeffekt, worum es hier in diesem kleinen Geplänkel geht. Dass ihr ihn quasi eskortieren und folgen sollt durch das Tor dort hinten. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen rausgeschnitten, weil... Das dauert dann teilweise doch relativ lang, aber ihr seht, diese Mission ist jetzt abgeschlossen. Mayday! Mayday! Chef beschenkt in Ewigkeit unterwegs zu Weltbrecher! Schwere Antriebsschaden! Brauche Ingenieure für Reparaturen! Negativ beschenkt in Ewigkeit. Die Flut kommt. Könnte ein freiwilliges Rettungsteam auftreiben. Wie viele Insassen? Nur ich. Negativ für die Rettungsmission. Ich werde das schon hinkriegen. Melden Sie sich wieder, falls Sie Ihre Meinung ändern. Viel Glück. Ich kann diesem Typ nicht helfen. Wir müssen diese Ressourcen in Sicherheit bringen. Mit der Flut im Nacken ist einfach keine Zeit. Irgendwelche Ingenieure da draußen? Bitte eilen Sie zu meinem Standort. Schiff benötigt Reparaturen. Bitte sofort melden. Ja, und genau darum ging es eben. Also wir sollten ihm quasi hier folgen, damit wir... Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Die
Dies ist Wellenbrecher. Die Station, die in einen Asteroiden gebaut wurde, der so massiv ist, dass er selbst der stärksten aller Fluten standhält. Wenn Sie nicht bereits in einem unserer sicheren Häfen untergebracht sind oder sich auf dem Weg aus dem System befinden, raten wir Ihnen jetzt dringend, Ihren Reiseantrieb zu aktivieren und in sichere Gefilde zu eilen. Das war's vorerst. Sicheren Flug. Darf ich jetzt spielen? Dankeschön. Also, das war quasi der Grund, warum wir dieses kleine Vorgeplänkel hatten, damit wir ihm hier folgen können und nach Habgier 4 gelangen. Und ihr habt es ja gehört, sobald wir durch das Tor kamen, haben wir diesen Notruf von diesem kleinen Teladi empfangen. Und das Schiff wird auch direkt markiert. Und ihr habt dann auch hier unter dem Missionsmanager die Handelshemmung. Belohnung, die Dankbarkeit eines Teladis. Und ja, damit startet ihr den Plot der Sturmflutstreicher. Um den Boronenplot zu starten, benötigt ihr das DLC Kingdom End und müsst euch auch wieder nur in die Nähe von Ketzers Untergang begeben. Ketzers Untergang ist hier. Aber es reicht vollkommen, wenn ihr nach Hatikvas Entscheidung 1 reinfliegt, da werdet ihr schon angefunkt. Erreiche System. Diese automatische Nachricht wird ausschließlich in der Nähe von Ketzers Untergang gesendet. Die Zeichen deuten darauf hin, dass wir in Kürze Zeuge der außerordentlich seltenen Reaktivierung eines Sprungtors werden. Das Bündnis der Worte hat eine Expedition zusammengestellt, um dieses seltene Ereignis zu untersuchen. Eine Reaktivierung, die wissenschaftlich untersucht werden kann, ist eine äußerst seltene Gelegenheit. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ja, und die Mission finden wir auch wieder unter den angebotenen Missionen. Das Bündnis lädt ein, Belohnung Teilnahme an der Untersuchung eines Sprungtors. Roman Kret heiße Sie in meiner Eigenschaft als Kommandant dieser Expedition willkommen. Das Bündnis der Worte ist ein Zusammenschluss von Gelehrten und Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch Zusammenarbeit das Verständnis zu fördern. Vor einigen Monaten erreichte uns über das Bodendrohnen-Netzwerk eine Nachricht der Bewohner von Königstal. Es scheint, als ob sie bei ihren Experimenten mit der Sprungtor-Technologie Fortschritte machen. Zunächst, das gebe ich zu, haben wir die Idee verworfen. So viele Wissenschaftler haben versucht, mit dem Sprungtor-Netzwerk zu interagieren und sind gescheitert. Aber jetzt zeigt das ruhende Sprungtor in Ketzers Untergang unregelmäßige, aber unbestreitbare Anzeichen von Aktivität. Dies mag mit den Experimenten der Boronen zu tun haben, oder auch nicht. Aber die Zeitpunkte stimmen zu sehr überein, um es zu ignorieren. Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Wir könnten uns mit unseren boronischen Brüdern und Schwestern wieder vereinen. Genauso gut könnten wir jedoch auch eine Flotte von Zerstörern der Xenon willkommen heißen. Diese Expedition hatte die Aufgabe, die vielen Unbekannten dieser Situation zu klären. Wir brauchen Späher, die uns helfen, diesen unbekannten Raum zu erforschen. Ja, und das war's im Grunde auch schon. Ihr bekommt dann den Weg gezeigt, wo ihr hin müsst. Also hier nach Ketzers Untergang. Kurz vor ein Tor, da werdet ihr auch schon erwartet. Ihr seht's hier und ja, damit startet ihr den Boronenplot. Um hier im offenen Universum den Epilog von Timelines spielen zu können und die damit verbundenen Sektoren freizuschalten und auch die herrenlosen Schiffe zu bekommen, benötigt ihr natürlich in allererster Hinsicht auch hier das Timelines-DLC. Aber Timelines spielt sich ja separat von hier diesem offenen Universum ab. Und da müsst ihr in allererster Hinsicht Timelines einmal komplett durchgespielt haben. Insbesondere die Story von Timelines muss komplett abgeschlossen sein. Und wenn ihr das gemacht habt und dann wieder in das offene Universum hier zurückkehrt, dann meldet sich nach 5 bis 10 Minuten Bosotar das erste Mal bei euch. Assistentin, ich habe einige beunruhigende Signale entdeckt. Bitte begeben Sie sich baldigst ins Hauptquartier, um mich aufzusuchen. Möglicherweise muss ich Ihre Fähigkeiten in wichtigen Angelegenheiten in Anspruch nehmen.
Ja, genau. Mit diesem Spruch wendet sich Boso dann an euch und ihr findet die Mission dann entsprechend auch im Missionsmanager unter Ruf und Antwort, Belohnung, Bosos Neugierde stillen, die einfach annehmen, dann müsst ihr zu ihm ins Hauptquartier mit ihm sprechen und so startet ihr den Epilog von Timelines, wodurch ihr auch in die ganzen neuen Sektoren gelangt und bei den herrenlosen Schiffen, wenn euch da noch ein Schiff fehlt oder ihr nicht genau wisst, wo ihr das findet, blende ich euch oben rechts das Video ein, was ich dazu gemacht habe, wo ihr alle Fundorte von den Schiffen sehen könnt. Ja, das waren jetzt alle Plots und wie sie gestartet werden in chronologischer Reihenfolge. Wie gesagt, ich persönlich mache zwar in erster Hinsicht den Hatikva-Plot, hebe mir dann aber den Paraniden- und Split-Plot bis ganz am Schluss auf. Dazwischen die Plots mache ich bunt gemischt, so wie ich gerade Lust und Laune habe. Aber den Paraniden- und den Split-Plot mache ich persönlich immer ganz am Schluss, weil die doch ein bisschen herausfordernder sind. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video wieder ein bisschen helfen, euch im X-Universum ein bisschen besser zurechtzufinden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn die euch auch gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen. Und ja, folgt mir auch gerne auf Twitch. Da gibt es auch öfter mal einen X4-Livestream. Da findet ihr mich unter shazadi_spielt. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Shazadi. Ciao, ciao.